Bei mir hat gerade 3000 Meter im Alleingang von der Spitze weg absolviert. Herzlichen Glückwunsch, Lisa. Das Solo, war das so geplant? Danke erstmal für die Glückwünsche. Ja, also es war schon geplant, dass ich von vorne weglaufe, damit ich eine schnelle Zeit laufe und die Konkurrenz möglichst schnell abschütteln kann und es dann nicht auf ein Sprintrennen ankommen lasse. Die Lisa Vogelgesang war dir mit ein bisschen Abstand auf den Fersen, war das so deine stärkste Konkurrentin? Was hattest du erwartet? Wie laufen die anderen das Rennen? Ja, ich habe schon erwartet, dass die Lisa recht nah dann dran laufen kann und dass sie so die stärkste Konkurrentin ist. Und ja, wie gesagt, meine Hoffnung war, dass ich sie schnell abschütteln kann. Das hat ja zum Glück auch geklappt, weil ich glaube, am Ende wäre es knapp geworden. 9:43:37 habe ich mir notiert als Siegeszeit. Bist du zufrieden damit? Wie wertest du das? Also ich wäre schon gerne ein bisschen schneller gelaufen, aber das sind hier deutsche Meisterschaften, da geht es in erster Linie um den Titel und ich bin mega glücklich, dass ich das geschafft habe. Und du darfst im Nationaltrikot starten beim Hallenländerkampf, wenn ich das richtig weiß. Die ersten zwei werden da nominiert. Willst du nicht dabei sein? Ich glaube, auf 3000 Meter gibt es leider keinen Länderkampf, dann hätte ich 1500 laufen müssen. Das heißt, wir gucken in den Sommer, da gibt es ja auch eine Option mit Grosseto. Welche Strecke ist dir da die liebste? Also das steht noch überhaupt nicht fest. Ich muss gucken, wo ich die Quali schaffe. Ich habe bestimmt Chancen über 3000 oder 5000 und werde das natürlich versuchen. Und dann, wenn ich erstmal eine Quali habe, was ja nicht so einfach ist, werde ich dann entscheiden. Die Cross-DM in Löningen, du bist ja auch gut im Gelände. Du warst mit der Mannschaft auch bei den Cross-Europameisterschaften im letzten Jahr. Ne? Was hast du dir da vorgenommen? Bist du da dabei? Bist du da starten? Ja, also wenn ich weiter gesund bleibe, dann will ich da auf jeden Fall starten und habe mir eine Medaille als Ziel genommen. Dann drücken wir dir die Daumen für die nächste Medaille des Jahres. Danke, Lisa.